Hallo und willkommen zurück zur finalen Folge von Hitman. Nein, okay, ich wollte schon wieder Amok laufen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier für Komplex habe. Willkommen zurück! Ja, beim letzten Mal haben wir die eine Trulla erledigt. Ich habe einen Spielstand. Und heute versuchen wir noch die andere Trulla zu erledigen, damit wir beide Trullen erledigt haben. Und wir können aber mal gucken, wohin dieser Turm noch führt, kurz bevor ich meinen Spielstand lade. Und... da ist der Körper von Janus. Ah! Dann können wir das ja direkt angehen. Ich weiß nicht, ob die Folge dann zu kurz ist, wenn wir das direkt angehen. Nee, die kann nicht zu kurz werden, weil ich einfach dann noch den Kram mit dem Ritter und so mache. Mir hat ein Kommentar geschrieben, dass die eine Story-Mission zu der Ritterrüstung führt. Genau. Deswegen können wir das hier angehen. Ansonsten, ich packe einfach den Typen hier, sobald der reinkommt und dann wird der hier oben abgelegt oder so. Sollte schon passen. Können ansonsten auch gucken, was da drin ist. Ah, die ist abgesperrt sogar, die Tür. Okay. Du bist ja jetzt meine heutige Verkleidung, würde ich sagen, auf jeden Fall. Da kann ja niemand Nein sagen. So. Elite-Wache. Hat er gesagt, es gibt immer eine Elite-Verkleidung und die ist immer besser. Wusste es. So. Ja, legen wir dich mal hier hin. Hoffen wir einfach, dass niemand checkt. Da unten, eine der beiden Personen erkennt mich trotz der Elite-Verkleidung. Okay. Aber wir sehen auf jeden Fall halt super cool aus mit diesem coolen Cape. Ja, weißt du, die wollen echt beide einfach runtergeworfen werden. Bleibt er da stehen oder dreht er sich auch manchmal um? Er dreht sich auch um. Okay, dann warten wir nochmal, bis er sich umdreht und dann schließen wir die Tür hier einfach normal auf. Ist das jetzt gerade ein schlechter Witz oder warum kommt dieser Typ immer hier vorbei? Oh, mir fällt gerade auf, dass ich den für das Kill-Switch-Ding noch ein Achievement bekomme. No. 47, that was our only lead on the partners. Abort mission. No! Stopp! Halt! Alles abbrechen! Okay. Das ging schnell. Ich darf ihn nur nicht eliminieren. Ich könnte ihn auch theoretisch einfach... egal. Okay, wo gehst du überhaupt lang? Weil wenn die Tür abgeschlossen ist, gehst du doch wahrscheinlich... Die hat mich geöffnet. Oh. Oh. Musst du die gar nicht aufschließen. How are you doing, Constantin? First year without the old man. It is strange. You could have gone with him. You never had... Welcome back, sir. Ja, die haben doch schon geredet. You could have gone with him. You never had to stay on this rock. This is where he wanted me. Besides, I like the crisp air and my guests. Those scientists are extremely interesting. What won't they think of next? If I may, sir, how did he die? Peacefully. Ah, it's just I hear things. Would you believe I never worried when he was with the KGB? Forefront of the Cold War. What could possibly go wrong? But his next employers... You shouldn't talk about this, Constantin. No one should be this powerful, sir. Too much power in too few hands is like a lightning rod. I worry about you as well. I appreciate it. But there's really no need. Very good, sir. Die Konstante hat eine sehr calming voice, muss ich sagen. Eine sehr beruhigende Stimme. Ja. Das passt schon alles. Keine Sorge. Janus Tagebuch. Alter, geil. Erstmal nochmal lesen. Ein paar mehr Infos hier. Komm, letzte Mission. Ein bisschen Lore geht schon klar. Eines von Janus privaten Tagebüchern aus dem Jahr 1991, in dem er über die Auslöser für die Gründung der ARK-Gesellschaft philosophiert. Als Meisterspion des KGB in den Hochzeiten des Kalten Krieges hatte Janus direkt erlebt, wie nahe die Menschheit am Abgrund gekommen war. Da brauchte es nicht viel, um die Providence-Partner zu überzeugen, dass ein globaler Zusammenbruch nicht nur wahrscheinlich, sondern unausweichlich ist. Die Partner waren von allem darauf bedacht, die Privilegien ihrer Familien zu bewahren und stimmten daher der Stronghold-Bunker-Initiative zu, denn sie erkannten, dass die ARK-Gesellschaft nicht nur eine vernünftige Versicherungspolice war, sondern auch ein lukratives Geschäft. Mal ganz zu schweigen davon, dass sie eine hervorragende Rekrutierung... dass sie ein hervorragendes Rekrutierungsprogramm darstellte. Janus' Notizen scheinen allerdings auch anzudeuten, dass seine Gründe nicht nur den Wunsch nach einem Überleben und Gewinnsucht waren, sondern das... Was? Das war's? Okay, deutsche Übersetzung ist scheinbar zu lang. RIP. Kann der Butler auf jeden Fall nicht in meine Richtung laufen? Das wäre super geil. Hilfe?
sneak ganz schnell hier rüber. Hat das nicht gecheckt? Hat es nicht gecheckt. Hallo? Mhm. Okay, er hat ja gesagt. So, wo bin ich denn hier? Die Wache da vorne erkennt mich auf jeden Fall. Foto von Janus und der Konstante. Ein Foto. Da steht, dass Janus noch lange hier das Zeug geleitet hat, selbst nachdem er nicht mehr bei der KGB war. Sir. Hallo. Ha. Wie komme ich denn an euch vorbei? Ja, was ist das denn für ein cooles Schwert? Ich kann es sich mal angucken, so weit oben hängt es. Laut der Karte ist hinter dem Gebäude auch noch eine Treppe, die hochführt. So, dann gucken wir doch einfach mal. Wir gehen einfach hier rein. Nee, wir müssen einfach hier einmal um die Wand rumlaufen. Ich habe mich schon gefragt, wo das hinführt. Ah, guck mal, da ist eine Stange, die wir hochklettern können. So kommen wir nach oben. Unbemerkt. Richtige Ninjas. Ist doch schön, sich hier in diesem Privatbüro von Janus umzugucken. Ach, deswegen ist hier auch seine Leiche. Gibt jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr Sinn. So, guck, da ist der Wächtertyp. Da ist eine Engelstatue. Drüben stehen auch irgendwelche Leute rum. Und hier ist das Badezimmer von Janus scheinbar. Pionieren. Hallo? Das ist ein Safe auf jeden Fall. Das würde ich schon gerne untersuchen, sein Zimmer. Man müsste sich erstmal irgendwie jemanden hierher locken. Konnte man nicht. Kann man nicht pfeifen? Hm. Wir nehmen mal eine Büste als Köder. Jetzt die Frage, welche der beiden Wachen zuerst hier reingeht. Ah. Die gute. Ich habe noch die Cowboy-Büste. So. Immer schön einfach, die auszuschalten. Zack. Und warum sind die eigentlich so Schleifspuren am Boden? Oder ist das... Ach, das ist der Schatten von der Pflanze. Wollte schon nicht wundern. So, die Waffe nehmen wir mal mit. Und keiner hier sagt, hey, warum liegt das denn da rum? Kann ich die da reinstecken? Ja. So, ab in den Müll. Und sonst kann ich mich jetzt hier im Zimmer umgucken, ohne dass jemand wütend wird. Noch eine Büste, Alter. Datei lesen, Laptop. Was steht denn hier Schönes? Ja, ja. Hallo, angestellter Kollege. Ich darf es hier lesen. Giftchip-Forschung der Konstante. Laut den Informationen auf dem Laptop der Konstante sucht er nach Möglichkeiten, um das Signal des Giftchips in seinem Hals zu blockieren. Ganz offensichtlich verabscheut der Providence-Controller diesen niedrigen Kontrollverlust. Ja, finde ich auch nicht geil. Lederbrieftasche. Na, guck mal. Safe-Kombination fehlt. Also er hat einen Safe, aber man bräuchte die Kombination dafür. Okay. Ja! Okay. Ja, den Koffer können wir eigentlich behalten. Der ist ja cool. So. Die platziert. Oh Gottes Willen. Hilfe! Was habe ich getan? Ja, ich lade nochmal neu, jetzt rennen die hier alle weg. Okay, wir machen es diesmal anders. Wir schalten niemanden hier aus, klettern instant da hoch und dann schalten wir einfach den im Bad oben aus. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Und kabam! Sir, good evening. Moving in to investigate. So. Habe ich mir mal den Säbel von der Wand geworfen. War ich eigentlich irgendwas, was verboten ist? Mit meiner jetzigen Verkleidung scheinbar nicht. Okay. Haben wir einen Säbel dabei. Den brauche ich aber nicht. Hm, ich frage mich, ob das Bild was irgendwie mit dem Geheimnis zu tun hat, aber eigentlich kann ich es nicht untersuchen. Gucken wir mal aufs Dach hoch. So. Achso, ich sollte mal speichern an der Stelle jetzt, wo ich mal nicht alles verkackt habe. So, das Büro da oben ist leergeräumt, das ist schon mal schön. So, hier sieht es aus wie ein Helikopterlandeplatz. Natürlich hat er hier so einen Fernglas, mit dem man die Sterne guckt. Was wollt ihr eigentlich immer mit diesem Schwarzpulver? Es sieht irgendwie aus, als könnte man das für irgendwas benutzen. Vielleicht brauche ich das jetzt hier für die Kanonen. Ich nehme es mal mit. Keine Ahnung mehr, wie eine Kanone hier funktioniert, aber hey. Wir haben hier Gargoyles. Die kann man runterwerfen auf Leute. Okay, auch eine coole Lösung. Da drüben haben wir dieses Glas-Dings. Da können wir auch mal gleich reingucken. Oh, Gottes Willen. Hallo.
Ist doch schon kaputt. Hilfe. Oh Gott, es kommt jemand gucken. Ich hatte... Oh Gott. Ich wollte es nicht kaputt machen. Alter, der muss aber ganz schön weit laufen jetzt. Ach, der hat die Waffe gefunden. Gekoffert. War alles natürlich geplant mit dem Koffer und so. Ich kann mich als der Butler verkleiden jetzt. Oder? Nee, da unten ist immer noch eine Wache mehr. Ich lass mal den Koffer hier liegen. Ich bin kein Kofferspieler. Alter, hier liegt voll die fette Axt drin. Cool. Hallo, Konstante. Das Buch hatten wir beim letzten Mal noch. Ich bin so unauffällig, wenn ich hier so geduckt neben ihn langlaufe. So. Dann gucken wir doch mal in den Keller runter. Weil im Keller unten erkennt mich, glaube ich, niemand mit der Kleidung. Ja. Und dann gucken wir in die Glaskammer noch oben rein vielleicht. Final touch of makeup, your burial mask and ceremonial dagger. Oh, why you'll look like a king of old. Verrückte Frau. Okay, Informationen habe ich direkt. Ja, da geht es um diese Kleidung, die er da tragen soll. Die kann ich ja auch nur nehmen, wenn die ganzen Leute weg sind. Durchbohren, Weinfass. Ich muss die alle irgendwie dann da weglocken. Irgendwie. Da ist eine Schaufel. Ist gut zu wissen, falls ich jemals diesen Shovel Knight Kram mache. Und da drüben ist die Begräbnis. Ach, da kann man hier einfach so easy rüberlaufen. Haben wir nur ein paar Meter und dann geht man hier rein. Ist ja echt einfach. Was haben wir hier für einen Lagerraum? Heizungskessel. Ah, so kann ich eine Wache hierher locken. Ist hier auch ein Platz, wo ich die beseitigen kann? Tatsächlich nicht. Da ist eine Kiste, um die zu beseitigen. Na gut, merken wir uns das. Wir können ja einfach jederzeit diese Story-Sache einfach anklicken, wenn wir den Dolch nicht finden. Ich möchte jetzt erstmal in den Glaskasten da hoch. Also hier in dem Gebäude nach oben klettern. Kriegen wir hin. So, hallo, ich bin die Elitewache. Ich darf hier überall durch. Hab auch nur einen Schraubenzieher dabei. Ich soll vielleicht irgendwas K.O.-Schlagenderes nehmen, wie die Cowboy-Büste. Schön, dass wir die einfach so im finalen Level haben. So, und hier war doch nochmal eine Treppe irgendwo. Alter, bin ich? Wow, cool. Also Gonzo und Baloo kümmern sich gerade um mich. Da ist die Treppe. Hallo. Guten Abend. So, jetzt haben wir endlich einen Weg nach oben gefunden. Mensch, ist aber auch verwirrend hier. So, da ist wieder eine Kamera am Abgehen. Die blockiert das auch ziemlich gut, aber ich kann hier am Rand entlang laufen. Das ist die Brücke, wo wir angefangen haben. Und was ist hier? Ein Gargoyle, den ich runterschubsen könnte. Perfekt. Ducken wir uns mal? 2012, I think. We discussed how to best strangle the electric car. Fat lot of good that did us. Anyway, I just hope we're not stuck here all night. I want to go down and take a closer look at that new Titan colonization initiative. Seriously? That's a little too extreme for me. Not being able to breathe outside? How's that living? The Arctic City Project, that's the one for me. I'm just covering all the bases. The environment, that we can fix. Granted, a couple hundred million people are probably gonna die or be displaced before everyone wakes up and smells the roses. But, let's be honest, it's not gonna be us. On the other hand, a meteor strike, a supervolcanic eruption, no Arctic Fortress of Solitude is gonna help you there. Fair point. Most people here, they're just buying... Nice am diskutieren. Wie komme ich hier weg? Ich laufe einfach geduckt. Okay, hat funktioniert. Safe. Ist hier irgendetwas in dem Raum außer einer Axt? Nee. Ja, finde ich auch. Alter, hier geht's noch weiter nach oben. Achso, wir sind ja noch nicht im Glashaus, stimmt. Und da ist eine Zigarettenkiste. Können wir jemandem eine Kippe anbieten? Oder damit K.O. schlagen, was auch immer. Nächstes Stockwerk. Gegnerunterwäsche? Hallo? Well, I have to agree. Tripping up the climate effort has served us well so far. But you can only fight progress for so long. Das sind die fünf Leute, oder? Würde ich sagen, die mit diesen Roben. Das sind diese Gründer. Oder die Ark-Gesellschaft selber, würde ich meinen. Ach, und wenn ich weiß, wer wo sitzt, könnte ich die theoretisch vergiften. Nice Schroti. Gut, ich bin nur nett hier. Oh, hier könnte ich mich auch als Ritter verkleiden. Gleichfalls. Genieß auch noch deine Arbeit hier.
Habe ich. Möchte bitte einmal ins Penthouse, danke. Die Schlüsselkarte haben wir ja von Sophie, von der einen der beiden Trollen beim letzten Mal bekommen. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, welche der beiden wir zuerst erledigt haben. Und da ist die Ritterrüstung. Im Penthouse oben. Okay. Problem hier ist der Wachmann. Der weiß, wer ich bin. Und der Typ da unten. Sorry. Sonst kann man hier bestimmt wieder irgendwo außen... Nee, kann man nicht, weil es so abgesperrt ist, das Penthouse. Wie komme ich an dem Guy vorbei? Okay. Einfach einen Riesenbogen außenrum gelaufen. Perfekt. So, und wo sind wir denn hier? Es gibt schon so einen kleinen Außenbereich, okay. Aber hier kann man, glaube ich, nicht hinklettern. Oder möchte man nicht? Da unten ist die Party, da haben wir angefangen. Hey, sind auf dem obersten Punkt. Oi, bist du... Gut, dass ich gespeichert habe. Ob man in der Ritterrüstung unbesiegbar ist? Das wird mich gerade interessieren. Aua. Finden wir es heraus. Ich lade nochmal. Let's find out. Was steht da? Zu verdachterregend. So. Versteck verlassen. Alter, wie cool. Ich bin der Ritter. Du kannst mir nichts. Der Ritter muss gewinnen. Gibt's hier ein Schwert? Naja. Der Zweihander. Willkommen in Dark Souls. Motherfucker. Okay. Let's go. Rittertour beginnt. Ah. Oh. Niemals. Hallo. Ich habe eine Pistole im Notfall. Ich brauche mein Schwert. Wo ist mein Schwert? Ich habe es auf dem Typen im Kopf geworfen. Wo ist mein Schwert? Wie kann ein Schwert verschwinden? Ich habe es in seinen Kopf geworfen. Muss ich ernsthaft doch mal laden? Okay. Attacke! Geil, man kann auch Sneaky-Angriffe also machen. Wir sind noch nicht mal aufgeflogen. Tatsächlich. Na gut, das Schwert kann man halt nicht wegstecken, ne? Nope, tust du nicht. So, jetzt haben wir den mit der Schrotflinte direkt neben der Tür. So, und jetzt haben wir dich. So. Dann dich. Dann dich. Hallo! Überraschung! Oh Gott, die Maschine ist holen. Zu stark. Hilfe. Okay. Hallo. Doch, sollte ich. Feier! Feier! Hey, geil. Na, was geht ab? Guten Tag. So, 11 von 25. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis wir die 25 Elite-Wachen abgestochen haben. Oh, Blendgranaten hier. Hallo. So. Einen beseitigt. Gottes Willen sind hier viele Leute mit Waffen. Hast du erklärt hier eine geheime Gesellschaft? Ah ja! Sicherung ausmachen. Gottes Willen sind da viele. Haja! 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 Oh, das sind ein paar von denen, die ich brauche. Alter, direkt bist du weg. Erstmal hinter mir zumachen und weiter. So, den habe ich entworfen mit dem Breitschwert. Oh, ich habe die Konstante erschossen, weil sie auf mich zugerannt ist. RIP! Okay, dann lassen wir das mit den Schwertkills. Das kann ich mal anders machen.
Okay, dann gehen wir hier wieder runter. Haben wir das hinter uns und dann können wir jetzt eigentlich der Story-Mission folgen, würde ich sagen. Haben wir uns was Cooles gesehen. Ah, das kann ich ja nicht mehr machen, Winds of Change. Okay, ja, aber wir wollten ja das letzte Gleit machen. Perfekt. So, finden Sie den Dolch. Okay, irgendwo unten ist der Dolch. Got it. So, ach guck mal, der hat ja auch... Der hat ein Handy. Und eine Ark-Schlüsselkarte. Ist hier jemand, der es mitbekommen könnte? Natürlich wäre die jetzt genau hinter mir durch die Tür gekommen, während ich es aufbreche. So, jetzt. Bam. Einmal kurz aufgebrochen und die wahrscheinlich auch. Ja, aber die trichte ich, weil das keinen Verdacht schöpft. Beim Öffnen. So. Hallo. Ach, der Lagerraum wieder. Mal gucken, ob ich hier noch ein paar Lagerkisten öffnen kann. Habe ja gerade keinen Verdacht auf mir. Oh. Ich darf aber keinen Brecheisen benutzen als der Typ. Okay. Hi, wäre ein Golfschläger. Ah, hi. Hallo. Ja, ich dürfte ihn nur öffnen, während keiner hinguckt. Er ist ja auch ungünstig. Ach so, aber ich muss die hier öffnen. Ah, I understand. Wie überall diese Aufnahmenkameras sind. So. Ich muss dich kurz beseitigen. Tut mir leid. Ah, du bist eine Frau. Oh, deine Kleidung kann ich nicht nehmen. Das ist ein bisschen schade. Naja, kommst halt in die Kiste. Was mache ich jetzt erst? Den Typen ausschalten oder die Kamera aus? Er ist eigentlich nicht im Bereich der Kamera. Okay, passt. So, dann nehmen wir seine Kleidung. Jetzt sind wir ein Hüter. Und außerdem ein Wachmann darf ich jetzt hier alle Kisten öffnen. So, jetzt muss ich nur irgendwelche verschlossenen Kisten finden. Die da ist verschlossen. Genau, wo der eine Wachmann rumläuft. Ist aber wahrscheinlich absichtlich, dass es ein bisschen schwerer ist, die zu öffnen. So. Was ist da drin? Cowboy-Büste. Noch eine. Ich wusste doch, dass es ein Artefakt ist. Da ist noch eine Kiste. Was ist da drin? Katana. Und da ist noch eine Kiste hier in der Ecke. Da ist der Dolch. Gräbnisdolch. Stecken wir mal weg. Dann haben wir den schon mal. Sehr schön. Dann kümmere ich mich jetzt um die Kameras, weil jetzt nerven die langsam. Wo waren die Kameras? Waren die hier in dem Turm? Bestimmt waren die hier oberhalb oder so. Irgendwo hier in der Nähe waren die. Irgendwie werde ich die ganzen Wachleute schon los. Gucken wir mal hier hoch. Da ist ein Wachmann auf jeden Fall. Hier ist auch Platz, um Leute zu beseitigen. Da ist ein Raum dahinter mit ganz vielen Leuten drin. Wer kommt denn her, wenn ich das ausmache? Ja, so ein Billo-Typ. Okay, das haben sie mitbekommen. Dann halt nicht. Es war einfach ungünstig, weil der Wachmann da genauso kam. Jetzt kann ich ihn ausschalten. Und der hat sich genau dann umgedreht und es bemerkt. Ja, hat geklappt. Okay. Sache ist die, ich kann ihn nicht hier rüberziehen, das ist ja viel zu weit. Ich kann jetzt das Grammophon hier einschalten. Say what? Naja, und dann kommt er da drüben. Und den kann ich jetzt auch ausschalten. Und jetzt muss ich beide ultra schnell... Gut, dass meine Tasten alle nicht funktionieren. Ultra schnell hier in die Kisten packen. Oh, der hatte sogar einen Schlüssel. Lagerausschlüssel. Ablenkung wird untersucht. Nein, der kommt auch gucken, weil ich das Grammophon nicht ausgemacht habe. Er sieht die Waffe erst. Okay, haben wir den auch noch. Okay, haben wir halt einfach jetzt hier 5 kaputte Leute. Machen wir das Grammophon mal aus, sonst kommt hier gleich noch jemand. Sonst ein bisschen zu viel hier. Jetzt habe ich hier so einen Typen ohne Kiste rumliegen. Egal, wird schon passen. Sind hier die Sicherheitsaufnahmen auch in dem Bereich? Nein. Drüben ist noch ein Schrank, wo man Zeug verstecken kann. Und hier ist 100 Tauchmals Hüter, Nebenmünze. Da ist noch eine Kiste, die ich aufbrechen könnte, wenn ich ein Hüter wäre. Ja, Lootboxen müssen geöffnet werden. Tut mir leid. Da gibt's keine Wahl. Eine alte Axt. Gucken wir erstmal, was da drin ist. 2 Leute, die mich erkennen. Okay. Kameras und Wachen.
Ja, da gibt es aber auch eine Aufnahme, die man löschen könnte. Was haben die hier die Kameraräume immer? Mit den 80 Leuten drin. Handfackel. Ah, nicht mal mit, aber brauche ich nicht. Ausschalten Server. Dann kommt hier einer in die Ecke. Ja. Sind da trotzdem noch 6 Leute oder so, die ich hier alle beseitigen müsste. 2 in den Schrank, 2 in die Kiste. Na, probieren wir es. Server ausschalten. Bipupupup. Nummer 1. So, zweites Mal ausschalten. Es juckt keinen mehr. Hallo, euer gesamter Raum ist aus. Kommt keiner gucken? Öffnen wir mal den Schrank hier. Vielleicht ist da was Cooles drin. Büroschlüsselkarte. Okay. Weiß zwar nicht für welches Büro, aber ich habe jetzt eh Schlüsselkarten ohne Ende. Können wir so einen Monitor hier mitnehmen? 60 Zoll? Smart TV? Würde ich nehmen. Okay, ich werfe eine Münze hier hin. Yes! Nummer 2. Okay, den dritten kann ich da noch ausschalten in der Ecke. Yes! Nummer 3? Ob ich die nebeneinander einfach ausschalten kann? 1. Verbrechen wurde bemerkt, beginne Jagd. Also in der Theorie schon, aber die Kamera fuckt ab. Kann ich die einfach nicht abschießen? Ich guck mal, was passiert. Kugeleinschlag wurde bemerkt. Got some strange noises here. Ja, hab zwar merkwürdige Geräusche. Und er sagt, es ist alles in Ordnung. Ha! Yo, Security Guard, hold up. Nö. Dann kommt der Wachmann trotzdem hergelaufen wegen dem Schuss. Ich habe eine super dumme Idee. Ich werfe eine Münze in die Ecke. Vielleicht bemerkt er den kaputten Typen nicht und ich kann dann ihn in der Ecke ausschalten. Okay. Wurde nicht bemerkt. Und wurde nicht bemerkt. Was hat eine Überwachungskamera gefilmt? Hat sie gefilmt. Okay, das ist mir egal. Die lösche ich ja jetzt. So, Beweise gelöscht. Überhaupt nicht aufwendig, hier 5000 Leute auszuschalten. Ich glaube, also ich hoffe, es gibt hier irgendwo noch einen einfachen Server. Weil das ist hier, das irgendwie mit Anzug zu machen und dann die Aufnahme zu löschen, wäre schrecklich. Na gut, dann darf man halt nicht in die Kameras laufen, ne? Ah gut, so, wir haben den Opferdolch, wir haben die Kameraaufnahmen gelöscht. Verkleiden Sie sich als Janus. Ist unsere nächste Quest. Und dann machen wir dies doch mal. So, wir gehen einfach mal da drüben rein. Wir wissen ja, dass da eine Verkleidung drin ist. Hallo. Hier muss ich auch alle ausschalten? Hier haben wir keine Wahl, ne? Wo ist er? Who's there? Komische Frau. Speichern wir neben dir. Gehen direkt hinter dich. Danke. Nehmen Kanonenkugel. Warum auch immer die unsichtbar ist, stecken sie mal weg. So, jetzt haben wir alle beseitigt hier unten. Durchbohren. Was bringt es aber mir, das Weinfass zu durchbohren? Kann ich dann Leute da drin verstecken? Nö. Einfach nur Wein am Boden. Die hat sich hier besoffen. Ja, ja, das ist die Lore. Deswegen liegt die ja K.O. Einen ganzen Wein getrunken. Unerhört. Na, Mr. Janus. Tut mir leid. Fernzündsprengsatz platzieren. Okay. Warum sollte ich hier eine Bombe reinmachen? Erstmal das Radio ausmachen. So. Hallo, verkleiden, Begräbnisrobe. Süß, wir sehen echt aus wie Janus. Geben Sie dem Hafenspieler ein Zeichen. Ich kann doch nicht in der Verkleidung dahin laufen. So. Ach so. Können aber da hinkrabbeln. Der Hafenspieler ist blind. We're all set. Cue the music. Totenwache beginnt. Hinlegen. Ah ja.
Mit meinem Dolch. Oh, wie schön. Letzte Ehre-Story-Mission abgeschlossen. Ach, Ave Maria. Wie sie es angekündigt hatte, die Planerin. Gäste der Totenwache treffen ein. Dieses Spiel ist so dumm. Ah, sogar eine Kamerafahrt. Sehr schön. Können wir unser Begräbnis jetzt beobachten? Ja, wie bringe ich die jetzt dabei um, ohne dass 1000 Leute es mitbekommen? Bin sehr überfordert gerade. Vielleicht sagt sie, halt, ich möchte mit ihm alleine sein, bitte. Nur einen kleinen Moment. Ich hätte schon Lust aufzustehen während der Feier jetzt mal. Thank you all for coming. As Janus' successor, it falls upon me. Okay, wir stehen einmal auf und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Okay. So, hallo, da sind wir wieder. Bereit für die Rede. Thank you all for coming. As Janus' successor, it falls upon me to say a few words. I'll keep it brief, for there is little I can say that does the man justice. Janus was our founder, and like all true visionaries... Ich muss meinen Spielstand laden. Ich denke, die Bewegung wurde getriggert dadurch, dass ich diese Sequenz gestartet habe. Ich habe also ungefähr eine Minute Zeit, mich kurz zu verkleiden. Also ich hoffe es, sonst habe ich eine Minute Zeit, jetzt da hinzukommen schnell. So, nehmen wir einfach eine Räuberkleidung, die ist ja okay. Mit der darf ich ja hier rumrennen. Wir müssen den Körper verstecken einfach noch. Hallo. Mir geht's gut, danke. Hier drin. Da rein. War eine blaue Unterhose. Warst du das, der gefunden wurde? Du wurdest gefunden. Ich wurde der denn gefunden. So, ich werf da einen Schraubenschlüssel hin. Okay, who's throwing stuff? Niemand. Dann mache ich dich K.O. und dann mache ich dich K.O. Und jetzt kommt ihr beide da rein. Oder ich tue den aus dem Gang hier wegziehen. Glaube ich, ein bisschen sicherer. So, und du bleibst hier hinter den ganzen Tischen liegen. So, Leiche beseitigt. Ist ja auch dämlich, dass man was macht und dann irgendwie so 2 Stunden später fällt es auf einmal in der Wache auf. Fühlt man sich auch ein bisschen verarscht. Wir sehen uns wieder hier im Gespräch. Janus war unser Founder. Und wie alle true Visionaries, er war weit ahead of the curve. While we, the privileged class, were blissfully toasting the end of history, Janus saw the writing on the wall. As a veteran of the Cold War, Janus knew better than anyone that when true disaster strikes, the rich are as damned as everyone else, unless we work together. Janus never got to see the collapse, but died peacefully in his sleep. And yet, what he started in 1991 will one day be hailed as the dawn of a new age. One where the best among us can thrive, uninhibited. This is Janus's legacy. Long live his memory. And now, you are welcome to pay the founder your last respects. Okay. Wie komme ich dazu, dann diese Frau auszuschalten? So long, old man. People always had a better run than most. And most successful spy in modern history. Oh, and that whole Jasper Knight incident, it was just brilliant. He died the way he lived. Anyway, enjoy your rest. That. You've earned it. Easy for you to say. Some of these morons think so. Wie nett die Leute sind. Okay, jetzt muss ich nur warten, bis die da. Das ist schon wieder die Konstante mit ihrer creepigen Stimme. Anyway, Godspeed, Mr. Janus. Sorry, I never knew you. Tschüss, Dame. Okay, 2 Leute kommen noch und dann kommen die Konstante und sie wahrscheinlich auch danach. Goodbye, Janus. We won't forget you. Odd how you helped shape the 20th century, and yet nobody knows your name.
Ja, das war doch eine schön knapp kurze Rede. Sehr schön. Was sagt uns der Letzte zu sagen? Das für Daniel, old boy. You were always the best of us. I still can't believe I never got to beat you at chess. Ja, ich bin halt ein kluger alter Mann. Ach Gott, die will auch noch. Okay. Ja, komm her. Jeder darf einmal ran. I can't believe you're gone. Last of the greats. I'll make sure those naive fools who replaced you won't mess things up too bad. Don't you worry. Danke. Ah, die Konstante kommt. Wusste ich doch. Hallo. Goodbye, old friend. And thank you for everything. Rest assured, I will finish what you started. Ja, das ist aber lieb von dir. Schade, dass ich dich gleich entführen werde. Wie alle sich wegdrehen. RIP. Rau. So, here we are. Here we are. Ich drücke eh, sobald ich kann. You didn't want me and Sophia taking over. Fought us tooth and nail, but a fat lot of good it did you. Tja. Du wirst uns nie übernehmen. Both targets down. Impressive work, 47. And now to confront the constant. Bitte nicht in den Schritt gucken. Das ist böse, Kinder. I'm at the helicopter, but the place is crawling with security. Theoretisch darf ich die sogar runterwerfen. 47, you better bring the constant to one of the boats in the harbor where it's quiet. You can use the kill switch to coerce. Ich brauche erstmal eine andere Kleidung. Ich glaube, so wird er nicht mit mir, werde ich hier nicht unbedingt frei rumlaufen können. Aber ich hole mir mal eine neue Kleidung. Sprechen Sie mit der Konstante. Finden Sie einen Ausgang oder helfen Sie, die Konstante zu holen? Ja, die Konstante bringen wir noch mit. Ist ja Sache von einer Sekunde. Warte, die haben doch hier eine bessere Verkleidung gehabt. Ah ja, genau da. So, ja. Mit der Verkleidung dürfen wir uns, glaube ich, hier am freisten bewegen dürfen. Wo ist die Konstante? Da drüben. Killschalter? Und dann reden wir doch mit ihm. The Washingtons are dead. I have the kill switch. What did you say? How could you know about that? You will head towards the harbor. No sudden moves. No signs or warnings. I will trigger the device if I need to. I know you. Yeah. The boy in the picture. Yeah. You have his eyes. You're Burnwood's assassin. Move. Okay, folgen wir ihm. Er weiß schon, wie man zum Hafen kommt. Ja, guck mal, ist doch nice, dass wir ihn sogar aufbekommen. Something didn't sit right with my mentor's betrayal. You murdered him, I take it, to get to me. Ja. Not just that. He had it coming. Interesting. It was my impression that you were cured of such sentiment. The good doctor built his serum specifically to target the seats of your emotions. Has Miss Burnwood's sense of justice rubbed off on you? I wonder. Just keep walking. Ja, auf mich einreden bringt dir auch nichts mehr. Ich bin der Hitman, ich bring Sachen um, bin lustig dabei. Aus Versehen. Geplant meistens nicht, aber ach, Hitman ist einfach so ein cooles Spiel. So ernst, aber man kann so einen Schwachsinn machen, wie als Flamingo halt rumzulaufen. Mir hat auch einer so ein Video mit Easter Eggs geschickt. Ich habe nicht viel davon angeguckt, weil ich selber halt erst durchspielen will. Aber, ach guck mal, hier kann man drei Leute an dem Gatter umbringen. In der Miami-Mission kann man als Flamingo verkleidet aus der Stage fliegen, wie ein Vogel. Ich habe immer Ortmeyer's Projekt distasteful, nicht zu mention ineffizient. Aber alas, sometimes you have to play the hand you're dealt. Oh, I know. Toll, wie ich mit dem Altlaufen ein bisschen langsamer bin als er. Ja, da kann man einfach aus dem... Der fliegt dann mit dem Vogel. Der schwingt mit seinen Armen, der schwächt man und fliegt dann einfach weg wie so ein Vogel. Was ist das bitte für ein Ausgang? Warum gibt's das? Aber es ist super cool. In der letzten Folge hat auch einer alle Anspielungen, die es in den ganzen Herausforderungen, Meisterschaften und so gibt, in die Kommentare geschrieben. Ist einfach ultra vollgestopft, halt auch mit Anspielungen, das Spiel. Steckt schon viel Liebe drin. Kann man nicht anders sagen. Sehr cool, der zweite Teil. This is not an ICA sanctioned operation. What exactly does Miss Burnwood plan to achieve by targeting her clients? Violating her own code? She's doing it for us. Us? Oh, I see. The
penny drops. I should have known. How does a man leave no trace? By not existing in the first place. Lucas Gray. Or was it Subject Six? He died when the Institute went up in flames, but no body was ever produced. And unlike you, his rage never faded. So, now you want the partners, the men behind the curtain who've caused you all this pain? Well, before you go knocking down a wall, you better make sure it's not load-bearing. Ich weiß, was ich tue. Mission verlassen. You'll do plenty of that later. We're here. Get on the boat. Wir haben es geschafft. Da, 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 da. Lief doch schön heute. Ein bisschen Rittermord, Rittersport. Den Typen entführt, die Frau bei der Beerdigung abgestochen. Warum auch immer alle umgedreht sind, aber es ist halt Hitman, ne? Muss nicht Sinn ergeben. Letztes Geleit, Story-Mission abgeschlossen. Ja, die andere auch, aber ich habe ja zwischendurch scheinbar ein paar Mal geladen und deswegen ist es selber verwirrt. Lautloser Killer, keine Beweise. Ja, auf normal und Profi. Perfekt. Intrigantin, Society-Göre. Letzte Ehre, unsanftes Erwachen. Wenn du willst, bla bla bla. Killträger drücken. Wendige Tote, Blood Money. Taschenspielertrick. 41.000 Erfahrung. Aber hier gibt es echt viel, was man noch machen kann. Okay. Lautloser Killer, 5 Sterne. Nice. Bestenliste Freunde, Platz 1 von 2. Ich müsste nicht mal, wer das Spiel von meiner Freundin hat, aber gut. 2 von 6 Story-Missionen gemacht, 14 von 90 Herausforderungen. Weiter. Pickup. Die benutze ich eh nicht. Werkzeug, elektronischer Schlossknacker. Oh, der ist für diese Kartenschlösser. Glaube ich, kann man aber nur einmal benutzen. Ist nur einmal verwendbar, genau. Der ist aber cool. Streitkolben. Effektiv als nicht tödliche stumpfe Waffe. Ah, sogar stumpf, okay. Hätte gesagt, die tut ein bisschen mehr weh als stumpf, aber gut. Giftspritze. Tötet jedes Tier sofort, hat auch den typischen MK2-Look. Injiziert Gift. Ach, guck mal. Ja gut, aber wo ist der Unterschied zwischen einem Messer und einer Giftspritze? Stimmt beides eh. Startpunkt Kapelle. Küche. Oh, Rezeption. Oh, das ist gut. Rezeption gefällt mir. Okay. Und wir hätten hier noch Sozialer Aufstieg und Winds of Change. Die werden wir irgendwann in Zukunft machen. Hören wir uns doch erstmal die finale Cutscene an. Mr. Edwards, still think this is maintenance? Oh, Miss Burnwood, what have you done? Changing horses midstream? Truly unprofessional. You know what we want. Where is the carrot? No carrot. You're useless to the partners. Compromised. Even if we let you live, you can never return. Why die protecting them? When I can drag them down with me. It's a bad hand, but it's all you've got. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Three dynasties secretly pooling their resources over generations, creating a singularity so dense that nothing escapes its gravity. Never heard of them. Well, they've heard of you. In fact, you just became the top of their agenda. Go. We can't give them time to retaliate. Don't take your eyes off him. Be careful. Well, here we are again. I must admit I am disappointed, Miss Burnwood. I had such big plans for you. Save it. I know the truth now. You're outplayed.
You have nothing left to bargain with. You were so certain, so sure of the people closest to you. He never fails, does he? He never misses his mark. You found a window into his past. And yet, something else remains hidden. A simple truth you learned long ago. Diana! Coming! No one, Miss Burnwood, is untouchable. Alter, wir haben noch mehr Leute umgebracht. Ja! Nice! Da haben wir scheinbar deren Eltern umgebracht. Tja, wir sind halt der ultimative Killer. Uns nicht zu vertrauen. Sehr cool. Doch, war schön. Haben mir auch gefallen, die Cutscenes. So ein bisschen nicht ganz animiert gewesen, sondern eher so Standbilder mit Text, aber doch. Ganz nice. Okay, wir drücken. Ich lasse normalerweise Credits echt gerne laufen. Lassen wir ein bisschen Credits laufen. Okay, komm, sinnieren wir ein bisschen über das Spiel. Weil eigentlich, das sind halt Leute, die da, Menschen, die da dran gearbeitet haben. Und das ist echt unhöflich, das immer wegzudrücken. Ja, der Weiterknopf da unten leuchtet schon sehr. Ich mag es immer, wenn man dazu gezwungen ist, sich das anzugucken. Ja, Hitman 2. Okay, war auf jeden Fall 100-mal geiler, weil es nicht in Episoden erschienen ist. Obwohl ich es eigentlich ganz lustig fand mit den Episoden, dass halt einfach so random alle paar Monate mal eine Hitman-Folge auf meinem Kanal kam und dann alle Leute sich immer freuen konnten, weil sie auch nicht so unbedingt verfolgt haben, wann Folgen kommen, sondern aber so random so, pop, Hitman, tada, ist wieder eine neue Episode da. Das war ganz lustig. Und es war ein bisschen, ja, es ging. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen anstrengend, die ganzen Folgen so nacheinander zu bringen, aber dadurch, dass ich jeden zweiten Tag gemacht habe, war es echt angenehm. Ich glaube, bei Odyssey habe ich auch jeden Tag eine Stundenfolge rausgehauen. Habe ich das überlebt? Keine Ahnung. Ah gut, wir haben Hitman geschafft, das ist sehr schön. Da haben wir wieder Platz für neue Sachen, neue Projekte. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin Hitman spielen. Nicht mehr ganz so regelmäßig, aber hier gibt es so viel Zeug. So unendlich viel Zeug, was wir hier tun können noch in diesem Spiel. Wir können in jede der alten Missionen rein und noch Herausforderungen machen, beziehungsweise andere Story-Missionen. Wir können, es gibt solche so Aufträge, die man öfter machen muss. Da können wir uns eine Folge lang um so einen kümmern zum Beispiel. Also zum Beispiel, geht da rein und tötet die Person mit einem Messer. Und dann kommt Stufe 2 der Mission, geh da rein und töte die Person mit einem Messer, ohne dich zu verkleiden. Und dann gibt es Stufe 3, geh da rein, töte die Person mit einem Messer, ohne dich zu verkleiden, aber töte noch seine 5 Bodyguards, ohne entdeckt zu werden. Und sowas gibt es da noch als Mission. So welche können wir dann auch mal in Folgen abhandeln gerne. Guck mal, da gibt es die Synchronsprecher der einzelnen Leute. Hindi Thug 1. Bisher das Danke. Ich glaube, wir sind schon durch die Credits durch. Nee, aber an sich doch. Echt cooles Spiel. Vom Feeling her ein bisschen besser als der erste Teil, aber es kann halt einfach daran liegen, dass ich alles am Stück spielen konnte. War beim ersten Teil die Cutscenes noch animiert? Ich glaube schon. Irgendwie ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, aber irgendwas mit dem Entwicklerstudio war passiert. Und es hat irgendwie den Entwickler, glaube ich, gewechselt oder sie sind independent geworden. Ich glaube, IO Interactive ist independent angegangen, anstatt unter irgendeinem Markennamen zu arbeiten und hat trotzdem Hitman behalten oder so? Keinen Schimmer. Aber eigentlich hätte es keine zweite Season gegeben, aber jetzt doch, dann doch. Und ist super cool. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Könnt ihr schreiben, ob euch was gefallen hat, ob ihr irgendwas merkwürdig oder doof fandet. Also merkwürdig waren schon einige Sachen, aber das gehört ja zum Spiel. So, dass jetzt alle irgendwie bei der Beerdigung weggegangen sind und ich hier einfach abstechen konnte. Diese Story-Dinger sind ja immer sehr einfach. Erinnert mich an das Gefängnisspiel. Escapists, genau. Da sind ja die Story-Missionen eigentlich auch immer relativ einfach zum Ausbrechen. Aber wenn man einfach irgendwie ausbricht, dann ist es einfach direkt 100-mal schwerer. Ja, scheinbar immer so halt. Ne? Ja, aber die Story-Missionen bringen halt mehr Licht auf den Plot von allem. Und sind ja eigentlich auch meistens relativ cool gewesen. Also ich weiß nicht, jetzt die mit der Kette zu erwürgen, war jetzt nicht so ultra spannend. Aber die mit dem Dolch da bei der Beerdigung abzustechen, fand ich dann doch lustiger. Da gibt es ja auch bestimmt noch ein paar andere Sachen.
Ich meine, ich erinnere mich halt nur im Tutorial von Hitman 1, wo man diesen einen Typen mit dem Jet, mit dem Schleudersitz einfach aus der Map geschleudert hat. Das war ein ultra cooler Kill. Sowas hätte ich gerne mehr gehabt. So richtig übertrieben verrückte Sachen. Der Autounfall war auch cool bei der Miami-Mission. Wir haben denn sonst die Leute umgebracht? Ah ja, einen haben wir als Hippo verfüttert. Ja doch, es gibt schon ein paar lustige Sachen. Alles zum Beispiel bei der einen Mission, wo wir der Frau nur die Nase gebrochen haben und sie dann ins Wasser gekickt haben, war lustig. Aber halt irgendwie kein so spektakulär. Ich hätte gerne so mehr spektakuläre Kills, glaube ich. Das will ich sagen. Customer Service. Ich dachte, wir sind hier fertig. Vor allem kam schon so ein Danke an wie Babys, weißt du? Und jetzt kommen wir einfach nochmal Millionen Namen. Da! Ah, ich glaube, wir haben es. Kamen nochmal ein paar Musiker und jetzt kommt ganz viel Text. Das heißt eigentlich, wir haben es geschafft. Jetzt kommen noch die Credits von Hitman 1. Ich scroll hier einfach. Ich wusste nicht mal, dass man scrollen kann, aber das finde ich gut. Das sind die Credits von Hitman 1. So, und... Wiederholen die sich? Warum kommt jetzt hier wieder Hitman 2? Hallo? Ich glaube, die wiederholen sich. Okay, machen wir weiter einfach. Gut, dann haben wir die Credits geschafft. Die wiederholen sich einfach nur die ganze Zeit. Toll. Bewegt sich der Bildschirm gerade oder ist... Wow, ich habe ultra den Mindfuck durch die Credits. Mir kommt es vor, als würde der Bildschirm gerade so nach unten rutschen, der Text. Holy shit. Ich habe zu lange auf die Credits geguckt. Okay, guck keine 5 Minuten Credits, liebe Leute. Das lernen wir. Würde ich alle Missionen jetzt mit den Klassikern machen, dann hätte ich einen Dietrich. Ja, aber die Kleidung ist mir, glaube ich, relativ egal. Aber man kann hier noch auf jeden Fall Zeit reinstecken. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Hauptmenü nochmal, bevor wir hier aufhören. Genau. Das nächste schwer zu fassende Ziel kommt demnächst am 18. Also morgen kommt die Weihnachtsmission. Ich weiß noch nicht, ob wir die machen wir dann noch die Tage auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir halt hier zum Beispiel diese Eskalation. Und das hat hier da 5 Stufen, die immer schwerer werden. Als erstes muss ich den hier mit einer Pistole töten. Sowas gibt's da. Und solche Dinger kommen immer wieder mal. Ich glaube, da sind sogar mehrere, wenn ich hier durchscrolle. Genau. Hier gibt's auch eins bei der Ark-Gesellschaft. Da muss ich irgendeinen Koch ausschalten. Genau. Und bei Zielorte übrigens, einer meinte, hey, es gibt doch noch Österreich. Österreich ist dieser Sniper-Modus. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Den will ich gerade gar nicht mehr spielen. Genau, sind auch dieselben Ziele. Genau, genau. Da kann man die Sieger 300 Ghost upgraden, aber ich glaube, das zählt auch nur für die Mission. Ja, und ansonsten haben wir halt noch die ganzen Paris, Sapientia, Marrakesch. Diese Sapientia habe ich mir nie ganz angeguckt zum Beispiel. Da habe ich ja nur hier diese Villa gemacht. Und da unten gibt es ja noch diese komplette Stadt. Die habe ich mir ja nie angeguckt. Marrakesch habe ich auch nie komplett gesehen. Bangkok habe ich viel gesehen, muss ich sagen. Colorado habe ich auch viel gesehen. Hokkaido habe ich mich auch gut umgeguckt. Ja, aber Sapienza wusste ich noch nicht so ganz. Paris und Sapienza wusste ich noch nicht so ganz, wie das Spiel funktioniert. Und habe mich noch nicht so gut umgeguckt. Oder in den ersten 3. Aber Bangkok dann, da war ich im Ultra-Triad-Modus. Naja. Dann war das erstmal mit Hitman. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Zimbelmann.